Paris Hilton und Britney Spears sind derzeit unfreiwillig in den zunehmend aggressiveren US-Präsidentschaftswahlkampf verwickelt. Vor wenigen Tagen veröffentlichte der republikanische Kandidat John McCain einen Fernsehspot, in dem er seinen demokratischen Rivalen Barack Obama kritisiert und zum bloßen Popstar abstempelt. Wir sind stolz auf diesen Werbespot. Die Amerikaner müssen wissen, dass wir, wie ich glaube, diesen Wahlkampf darauf gründen sollten, was wir hier zu Hause für die Amerikaner tun können. Die beiden Kandidaten liegen nach Obamas Auslandsreise in den Umfragen derzeit nahezu gleich auf. McCain hat in mehreren sogenannten Swing States an Zustimmung gewonnen. Diese Wechselwählerstaaten könnten den Wahlausgang entscheiden. Am Tag nach der Sendung des Spots beschuldigte McCain, Obama die Rassenkarte im Wahlkampf auszuspielen. Obama hatte sich zuvor über die Angriffe der Republikaner auf ihn lustig gemacht. Diese versuchten, die Wähler davon zu überzeugen, dass er nicht patriotisch genug sei, einen komischen Namen trage und dass er nicht aussehe wie all die anderen Präsidenten auf den Dollarscheinen. Obama antwortete auf McCains Attacken mit Geringschätzung. Alles, was wir bisher gehört haben, ist Paris Hilton und Britney Spears. Also da muss ich meinen Gegner doch fragen, ist das das Beste, was Ihnen einfällt? Darüber hinaus antwortete Obama mit einem eigenen TV-Spot. McCains neue, aggressivere Medienkampagne wird als Teil der Strategie seines neuen Wahlkampfplaners Steve Schmidt gewertet. Schmidt ist ein Schützling des berüchtigten Wahlkampfgurus Karl Rove. Dieser hatte schon George W. Bush zum Einzug ins Weiße Haus verholfen.